Hallo, Hallo, Andreas. Andrea. So, meine Süße, siehst du dich denn aus? Gehst du in die Küche, machst du was zu Abendbrot? Papa zieht dich auch schnell aus. Und dann machen wir fertig. Zieh dich aus. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Und gefällt dir alles oder gibt es irgendwas? Ich finde, das ist hier total, das ist ein Dreckstall für mich. Ich weiß nicht, wie könnt ihr hier ein Kind großziehen? Ich kam in das Kinderzimmer rein, das war für mich das blanke Chaos. Mir sind die Tränen gekommen, ich habe geheult. So, jetzt muss ich dich unterbrechen. Das Kinderzimmer. Hast du erstmal die Größe gesehen? Hast die Menge an Spielzeug gesehen, alles? Du, aber ich habe mir Und auch den halt, Spielzeug. stopp! Jetzt reicht Hallo, es! hallo, bleib ruhig. Nein, nein, jetzt red ich! Das Kinderzimmer ist sauber. Bei uns ist hygienisch sauber. Es wird jeden Tag gesaugt. Es wird einmal in der Woche gewischt. Und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. So, nun kommen wir mal zum Thema Essen. Ich habe kein Obst gefunden, ich habe kein Gemüse gefunden. Ich sag mal, was habt ihr für Verantwortung? Wozu? Stopp! Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Man muss Kritik abkönnen und das ist nun mal so. Ich habe ja nicht gelogen, das ist ja die Wahrheit. Und tja, ich werde ihn aber jetzt trotzdem noch mit seinen ganzen Fehlern konfrontieren. Mal gucken, was er denn sagt. Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir angeblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Obst nicht im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Obst im Haus. Und jetzt diskutieren wir weiter. Hast dich jetzt beruhigt? Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber jetzt wird weiter diskutiert. Ich habe mal probeweise in der Küche geguckt, deine Anspielung mit Obst und so weiter. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Sag mal, kannst du mal ein bisschen sachlich bleiben? Ich weiß gar Ich nicht, bleibe jetzt nicht sachlich. Du warum musst ich jetzt weiß. meine Sache anhören. Es ist mein Haushalt. Ja, aber du Den hast den führen Tausch. wir. Halt, stopp! Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar, der kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Können wir uns dann trotzdem darauf einigen, dass ich denn morgen mir das Bad ein bisschen zurecht mache, dass ich mich da auch drin wohlfühle? Dann würde ich ab morgen hier schlafen, ich würde heute ins Hotel gehen. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Bleib doch mal Und ruhig. nein, das ist doch eine Schnauze! Du Oberticker! Nee. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Und es wird sich hier nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie sie ist. Es wird sich hier kein bisschen ändern. Also tut mir leid, aber mit so einem Psychopathen kann ich keinen Frauentausch machen. Von der hochnäsigen Zicke lasse ich mir überhaupt nicht reinreden. Die kann von morgens bis abends irgendwas predigen. Ich habe meinen Standard, beziehungsweise unsere Familie hat einen Standard, danach leben wir und es wird sich hier im Haushalt nichts verändern. Also ehrlich gesagt, wäre ich jetzt gerne zu Hause. Aber so weit, was der mir geboten hat, das hat mir nur Kinder geboten. Und ich finde auch, so geht man nicht mit Menschen um, schon gar nicht mit einer Frau.